Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sea Power im Szenario Jagd auf Roter Oktober bzw. Crimson Tide. Und wenn ihr die erste Folge dieser Serie in der Serie sozusagen, also den ersten Teil des Szenarios verpasst habt, solltet ihr euch den unbedingt vorher zu Gemüte führen. Es ist nämlich einiges passiert. Nachdem ich zunächst dachte, ich würde das Szenario abbrechen, weil sich nichts mehr tut, kam es dann mir nicht so nichts zu einem Angriff auf meinen Flottenverband und ich habe ein Schiff verloren. So, und jetzt habe ich einen Haufen Hubschrauber zur U-Boot-Jagd losgeschickt. Die werfen hier im Umkreis Sonarbojen ab. Aber ob ich eine Chance habe, das U-Boot irgendwie zu finden, wenn denn überhaupt das U-Boot war, was mich angegriffen hat, das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge gemeinsam erleben. So, jetzt müssen wir nochmal die Hubschrauber gucken. Der wirft gleich die Boje ab. Der hier hat schon eine Boje abgeworfen. So, der Hubschrauber soll aber jetzt ein bisschen weiter fliegen noch. So, weiter hier runter. So, welche Hubschrauber haben noch Bojen abgeworfen? So, das ist die Yorktown. Der Hubschrauber hat noch nichts abgeworfen. Der auch noch nicht. Der hier schon. Können wir dann, wo schicken wir ihn denn hin? Hier lang. Das ist jetzt auch wirklich ins Blaue geraten. Ich habe ja keine Ahnung, wo das U-Boot ist. Was ist denn mit meiner P3? Ach, bis die wieder hier ist, ist das ganze Schauspiel bestimmt schon vorbei. Ich komme doch bestimmt schneller auf Höhe an, oder? Beschleunigen den Spaß mal wieder. Buoy away. Okay, buoy away hier. Roger, turn 277. Das U-Boot da oben irgendwo, das ist unwahrscheinlich, wenn es hier unten ein Schiff versenkt hat. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht ausschließen, dass vielleicht die gegnerische Flotte vielleicht auch noch U-Boote dabei hat. Die Boje abgeworfen. Roger, turn 086. Roger, RTB. Das ist hier halt keinen Sprit mehr und muss zurück. Okay. Scheinbar. Roger, RTB. Wurde da unten gerade was angezeigt? Hat da ganz kurz was aufgeblinkt hier unten? Habt ihr das gesehen? Roger, RTB. Spielfehler, optische Täuschung, Feature. Okay, haben wir irgendwo noch Einheiten, irgendwo
immer noch Hubschrauber, die wir starten können. So. Da gibt es doch auch noch... Ach, das funktioniert doch hier nicht mit dem Starten. Verdammt nochmal. U-Boot-Jagd. So, sind hier noch welche drauf? Habe ich doch gar nicht gestartet. Okay, also. Roger, turn. Wie lang? 2, 4. Roger, turn. 1, 7, 6. Roger, turn. 1, 3, 4. Roger, turn. 1, 2, 4. Roger, turn. 2, 5. Roger, turn. 2, 4, 3. Roger, turn. 1, 9. Roger, turn. 1, 2, 3. Roger, turn. 2, 5, 9. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal ein Stück weiter fliegen. Was ist denn mit denen hier? Fliegen die automatisch zur Heimatbasis jetzt? Rückkehr zur Basis, Notfalltreibstoff. Ja. Hauptsache, die stürzen mir hier nicht ab. Wie meine P3C hier. Aber wie konnte die eigentlich abstürzen? Naja. Während die hier immer noch fleißig vor sich hinfliegt. Turn to course. 1, 5. Turn to course. 2, 3. Turn to course. 1, 9, 0. Hell my. So, mal ein bisschen den Kurs ändern. Es passiert aber auch nichts mehr, ne? Nachdem das eine Schiff hier versenkt worden ist. Erstmal, bis die Hubschrauber hier ein bisschen rausgeflogen sind. Die neuen, die ich losgeschickt habe. Mal gucken, dass ich hier nicht aus Versehen. Aber ich hoffe, das geht auch nicht, dass man die schon auf Notstrom, hätte ich beinahe gesagt, auf Notsprit sind, nochmal umlenkt. Ich hoffe, das geht nicht. Das Ding da oben ist aus dem Spiel, bis das Flugzeug wieder da ist. So, die Dallas. Status außerhalb der Reichweite. Okay, also ich muss mit den Fliegern da bleiben, wo die Boje ist. Damit ich Daten bekomme. Oder mit den Hubschraubern da bleiben, wo die Bojen sind. Ich denke, das ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem, dass ich das noch nicht richtig erkannt hatte.
Okay, was hier? Hm. Gucken, ob wir irgendwas sehen, vielleicht. 30-facher Geschwindigkeit hier. Aber zumindest mal eine andere Ansicht als immer nur auf der Karte. Aber das Gewitter ist immer noch da. Offensichtlich ist das für das Gesamtszenario eingestellt. Vielleicht haben die Entwickler aber auch nicht damit gerechnet, dass jemand so lange braucht wie ich. Noch mal ein Blitz aus Bild, jawohl. So, wo fliegen hier welche hin? Okay, also. Du wirfst hier die Boje ab. Roger, RTB. Roger, RTB. Und hier. Wo sind die anderen? Doch nicht nur die zwei Hubschrauber gestartet. Roger, RTB. Die kommen alle wieder zurück. Er kommt auch schon wieder zurück. Nee, das bringt so nichts. Da muss man eigentlich nur, das ist nur Kurzstrecke, direkt neben dem Schiff und da die Boje abwerfen oder so. Also selbst wenn ich die Boje hinten abgeworfen hätte, hätte ich nur noch ganz kurz Zeit gehabt, um die Signale zu empfangen, und dann hätte mir auch die Zeit gefehlt, ein U-Boot anzugreifen. Turn to course 2-0-1. Turn to course 1-7-8. Hell am I? Über Thermo. Transmit active sonar. Sonar I. Andererseits aktiv Sonar aus. Sonar I. Schleppsonar. Ist doch anders Schleppsonar, oder? Gehen wir mal näher ran. MCON, Schleppsonar. Was? Nicht möglich? Bin ich zu schnell oder was? Geschwindigkeit ändern. Ahead two thirds. Maneuvering high. Da ist das Schleppsonar draußen.
Und jetzt Tauchtiefe. Make my depth. 3, 1, 0. Dive by. Gehen wir mal unter die Thermoschicht. Immer noch die Colt fest, oder? Ich ärgere mich sehr darüber, dass der Flugzeugträger blockiert ist. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja, begibt sich zur Startposition. Das hängt, das kann ja nur, keine Ahnung, irgendwo hängt es fest. So, Start abbrechen. Aber hier kann ich nichts mehr abbrechen. Du kannst ja auch die Reihenfolge nicht verändern. Deswegen kriege ich hier keine Flugzeuge mehr in die Luft. Es ist einfach doof. Oder kann ich bei der Colt sagen... Zurück zur Basis. Dadurch das Flugdeck wieder frei. Nee. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, nur für den absolut äußersten Notfall eine Einheit, auch wenn es dann nicht realistisch ist, aus dem Spiel nehmen oder vernichten zu können, wäre auch eine Option. Ich bin mir wie schon mehrfach erwähnt, nicht sicher, ob mir das jetzt hier das Szenario killt. Das ist mein Hauptproblem. Hast den ganzen Flugzeugträger voll und kriegst nichts mehr in die Luft. Mit der Tauchtiefe hier spielen. Gehen wir auch mal über tief und sehr tief und dann wieder rauf. Make my depth. 5, 7, 0. Dive by. So, Schleppsonar ist doch noch draußen, oder? Ja. Ich sollte vielleicht mit den Schiffen auch nicht so schnell fahren. Wie schnell die Zeit in dem Spiel vergeht, wenn man sich nur mal so ein bisschen durchklickt und guckt und macht. Ich habe das Gefühl, ich hätte gerade erst angefangen und schon sind wieder fast 20 Minuten vorbei, mein lieber Herr Gesangsverein.
Stehst du immer noch hochkant im Wasser? Nein. Ach, guck mal, tatsächlich, da siehst du es, wie es auf dem Boden liegt. Du kannst den kompletten Weg verfolgen, wenn das sinkt, das Schiff. Wow, und sogar noch das Wrack angucken. Hier liegen 400 tapfere Seemenschen oder so ähnlich. Ein bisschen bedrückend. So, gehen wir nochmal auf sehr tief. 1, 1, 4, 0. Dive eye. Wenn ich wenigstens wüsste, ob das Schiff durch das U-Boot versenkt wurde oder ein anderes Schiff. Das Ding macht sogar noch Fluggeräusche. Und es fliegt auch noch. Hä? Warum hat das denn diese Farbe? Kann ich das einfach noch ganz normal befehligen, das Flugzeug? Das sieht so aus. Oh Mann. Das hätte ich ja schon viel eher hier noch eingesetzt, wenn ich das geahnt hätte. Naja gut, okay, vielleicht finden wir ja hier noch was, wenn wir hier die Kurve fliegen. Dann ist das der Plan, den ich noch verfolge. So, letzte Chance, würde ich sagen, mit dem Plan. Warum wird das denn der Fahrer angezeigt? Piloten sehen ja. Drei Stück, wie es scheint. Alle mit Kapitänsmütze. So, 12.12 Uhr. 12.13 Uhr, sind wir der Deutschen Bahn. Ne? Wird immer Dröpsche für Dröpsche, ein Minütchen später. So, 12.14 Uhr. Gucken wir uns das mal hier. Man ja irgendwie so unter dem Flugzeug den Abwurf sehen. Vermutlich. Dann halten wir uns da mal ein Momentchen auf. Genießen Sie den Flug, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nutzen Sie doch die Gelegenheit für einen beflissenen Kommentar. Herzlichen Dank.
sind 12, 14 noch richtig. Nee, mittlerweile 12, 21. Doch gar nichts passiert. Keine Streckensperrung, kein Schaden an der Oberleitung. Ich möchte doch nur mal aus der Nähe den Sonarbojenabwurf hier bewundern. Zu 25, na gut, wir nähern uns zumindest. Also der Abstand zwischen Echtzeit und geplanter Abwurfzeit verringert sich zumindest. Oder? So kann man sich die Zeit auch vertreiben. Doch der Abstand wird definitiv kürzer. Na, wann werden wir wohl die Zeit einholen? Irgendwas mit Strömungs- und Luftverhältnissen zu tun oder was? Bei 32, 32 haben wir. Na, macht ihr da oben Mittagspause am Bombenschacht oder was? Okay, 33. Ich will das jetzt sehen. Muss man nachher doch noch eine weitere Folge anhängen, wenn das so weitergeht hier. Halbe Minute hat er noch. Ja, mir ist klar, das ist ein Spiel, wo man so einen langen Geduldsfaden braucht. Nicht für jeder Mann, jeder Frau oder jeder etwas ist. Lasst mich doch da gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ist es was zum Zuschauen? Ist es was zum selber Spielen? Gar nicht euer Fall. Wenn es gar nicht euer Fall ist, bin ich umso dankbarer, dass ihr an dieser Stelle des Videos noch dabei seid.
Okay, es tut sich was. Das bin nicht ich, der da an der Kamera dreht. Werden die Boje jetzt schon abgeworfen, ohne dass wir was gesehen haben, oder dreht er sich jetzt nur in Position erstmal? Ich sehe noch keine abgeworfene Boje. Oder bedeutet die Farbe, dass irgendwas kaputt ist? Vielleicht der Abwurfschachtdefekt ist oder irgendwas. Jetzt dreht er sich nur noch an der Stelle. Kann er wirklich aus irgendeinem Grund keine Boje abwerfen? Gut, lassen wir ihn hier mal alleine. Kann natürlich sein, dass das heißt, Flugzeug nutzlos. Die sind ja auch schon von Anfang an in der Luft gewesen. Ich weiß nicht, ob die von Land aus gestartet sind oder ob man die zum Flugzeugträger wieder zurückbringen könnte. Aber da sind sie wieder, meine drei Probleme. Das heißt, wenn ich sie zum Flugzeugträger zurückfliegen lassen könnte und sie da landen würden, würden sie nicht mehr starten. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Make my dip. 2, 9, 0. Dive by. Turn to course. 2, 5. Turn to course. 2, 1, 4. Hell am I. Turn to course. 1. Turn to course. 0. 4. Turn to course. 2, 9. Turn to course. 2, 1, 3. Hell am I. Das schleppt so nah. Ich bin mir nicht ganz sicher. Funktioniert das nur hinterm Schiff? Wahrscheinlich zwischendurch sind ja auch die Schrauben. Ist das dann gar nicht so günstig, wenn ich in der vermuteten Richtung, in die vermutete Richtung des gegnerischen U-Boots fliege? Ne, die P3C macht nichts mehr. Die ist nutzlos. Und zurück zur Basis geht nicht. Hallo. Jetzt kann ich auch keinen Kurs mehr zuweisen. So ein bisschen flippen, kann ja auch keine Kästchen über die Einheiten ziehen, oder? Man muss das wirklich alles hier über diese Flottenverbandsanzeige machen. Na ja, gut, ist wie es ist.
aber. Tu, was ich kann. So, wird ja noch ein bisschen rumfliegen, rumfahren, Sonarbojen abwerfen und abwarten, ob sich irgendwas tut. Und sobald sich irgendwas tut, schalte ich euch umgehend, naja, auf jeden Fall so schnell wie möglich, unverzüglich sozusagen, wieder dazu. Kurzer Zeit geht den ersten Hubschraubern hier schon der Sprit wieder aus. Keine Ahnung, ob das so eine gute Taktik ist, aber man muss sich da ja auch ein bisschen, na muss man nicht, aber ich bin ja da so der Typ, der sich da mit Try and Error ein bisschen rantastet, manchmal mit mehr Error als Try. Wir werden sehen, ich habe ja auch schon einige Szenarien hier erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich gemeistert, inklusive eines Angespiels, wo wir uns verschiedene Sachen angeguckt haben. Und wenn ihr das bisher noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Übrigens auch auf viele andere Taktik- und Strategiespiele auf diesem Kanal. Da gibt es einiges anzuschauen. Möglicherweise habe ich auch das Szenario von Anfang an ein bisschen falsch gedacht. So Richtung Nordosten und dass von dort die Flotte kommt und so weiter. Vielleicht hätte ich mich auch von vornherein mehr auf Süden konzentrieren müssen und meine P3C nicht so weit wegfliegen. Weiß man nicht so genau, ne? Also, ich zumindest gerade nicht. Ich bin ein bisschen ratlos, wie lange ich es hier noch versuchen soll, irgendetwas zu finden. Ich wundere mich tatsächlich so ein bisschen, jetzt hatte ich ja jetzt stundenlang schon Zeit nachzudenken, dass hier nichts weiter passiert ist auch, außer dieser eine Torpedoangriff. Kann natürlich sein, dass auch die Flotte von vornherein hier schon im südlichen Bereich war. Gut, schlussendlich alles nur Mutmaßung. Noch gebe ich nicht auf, ein bisschen mache ich noch weiter. Guck mal einer an. Ich habe mal ein bisschen in den Einstellungen rumgeguckt und habe gesehen, einer meiner Kritikpunkte lässt sich schon beseitigen, indem man sagt, Namen von Waffensystemen und Waffensystemtypen anzeigen, dass die hier tatsächlich mit dabei stehen in der Leiste. Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil. Kann man denn hier irgendwo sehen, wo dieses Flugzeug festhängt? Ist hier live? Wird der aufgeladen oder was? Hier kann man ja so direkt nichts anklicken. Kann man ein bisschen unter Deck noch gucken. Leider nicht. Ich versuche noch mal welche zu starten. Nee, aber da tut sich nach wie vor nichts. Sehr, sehr, sehr schade. Da hätten wir vielleicht sonst noch einiges mehr reißen können.
Vielleicht, dass wir wenigstens die gegnerische Flotte gefunden hätten. Weil das hätte ja ein Indiz drauf sein können, wo das feindliche U-Boot finden. Gut, ich lasse das mal auf Startposition stehen. Wobei ich jetzt mittlerweile sagen muss, also man kann es ja jetzt, gut, man könnte sich's ausrechnen hier anhand der Zeiten, dass ich jetzt wirklich schon einige Stunden hier in diesem Szenario drin hänge. Und bald wird es Zeit für mich hier die Session zu beenden. Und sie lässt sich ja nur ohne Speicherfunktion nicht fortsetzen an einem anderen Tag. Deswegen bleibt mir dann wahrscheinlich in Kürze nichts übrig, als hier schweren Herzens mehr oder weniger die Segel zu streichen. Aber ein kleines bisschen fahre ich noch weiter. Jetzt versuche ich nochmal was anderes. Ich fahre mal mit dem Träger ein bisschen langsamer. Vielleicht liegt das ja da dran. So ähnlich wie mit dem U-Boot, das auf äußerste Fahrt mit dem Schleppsonar nicht arbeiten kann. Funktioniert vielleicht der Start von Flugzeugen nicht bei so einer hohen Geschwindigkeit? Dann wäre es natürlich toll, das würde angezeigt. So, mal aufgepasst. Ahead one third. Maneuvering eye. Das wäre vielleicht noch möglich. Oder in den Wind drehen oder irgendwas. Aber da habe ich ja auch keine Anzeige dafür. So. Schon bei kleiner Fahrt. Vielleicht halte ich den Träger einfach mal an, aber das wäre ungewöhnlich, glaube ich. Das heißt für die damalige Zeit, dass man den Träger anhalten muss. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es jetzt nach wie vor nicht klappen sollte und es für das Problem irgendwie einen Trick gibt, was vielleicht kein Spielfehler ist, dann bin ich da um jeden Hinweis dankbar. Geschwindigkeit ist immer noch 30 Knoten. Liegt das vielleicht daran, weil ich dem Verband eine Geschwindigkeit gegeben habe? Die Geschwindigkeit von dem Ding ändert sich ja überhaupt nicht. Mal ein bisschen den Kurs ändern. Das ist, die Geschwindigkeit ändert sich überhaupt nicht. I'll stop, maneuvering eye. Aber das mit der Krone bedeutet doch, das Schiff ist der Verbandsführer und bestimmt die Geschwindigkeit, oder nicht? Ahead one third. Maneuvering eye. Vielleicht, wenn ich jedem die Geschwindigkeit gebe, kleine Fahrt. Macht ja überhaupt nichts mehr. Turn to course, turn to course. 1-9, turn to course. 2-0-9, hell my. Na, die fahren nur noch langsam. Reagiert überhaupt nicht mehr. Secure all emitters. Radar eye.
Das funktioniert noch. Formation erstellen, Formationsbefehle. So, machen wir mal Formation verlassen. So, jetzt bin ich mit dem Träger aus der Formation raus. So, Ranger ist jetzt nur noch als eigenes Schiff unterwegs. Ahead one third. Maneuvering eye. Turn to course. 2-1-0. Helm eye. Das Schiff hört nicht mehr auf mich. Das ist nur noch ein Dummy. Aus der Formation konnte ich es rausnehmen. Andere Befehle gehen auch. Was ist denn da los? Air search on. Radar eye. Surface search on. Radar eye. Hab ich die Kontrolle verloren, wa? Nichts ist mehr los mit dem Ding. So ein Käse. Steuerung übernehmen. All back. Emergency. Maneuver and I. All stop. Maneuvering I. Ahead one third. Maneuvering I. Nee, er nimmt auch keine manuellen Steuerbefehle an. Kein links, kein rechts, kein gar nichts. Können wir noch machen? Ist die Einheit irgendwie kaputt? Nö. Nee. Waffen frei nimmt er noch. Turn to course. 2-1. Turn to course. 2-1. 7. Hell am I? Ne. Gut, warten wir noch mal ein bisschen, ob sich noch was tut hier an dem Szenario. Vielleicht habe ich es wirklich kaputt gemacht zwischendurch mit hundertfacher Geschwindigkeit. Der Entwickler hat das ja angegeben, dass man das nicht machen sollte. Wobei ich, wenn man das nicht machen sollte, vielleicht das rauspatchen würde, bis es dann tatsächlich problemlos funktioniert. Nur so eine Idee am Rande. Tja, so schade wie es ist, heißt es an dieser Stelle für mich Abbruch, Abbruch, Abbruch. Schauen wir mal. Ein Hubschrauber zerstört, Paul Foster zerstört, gegnerische Verluste 0. Ziel unvollständig. Ja, das war an der Stelle nicht anders zu erwarten. Naja, zum Glück macht es mir keinerlei Statistiken kaputt, weil gibt ja keine. Ach ja. Ja, wirklich schade. Da habe ich jetzt viele Stunden Zeit in das Szenario versenkt. Vielleicht bin ich es auch ein bisschen falsch angegangen. Das möchte ich an der Stelle nicht ausschließen. Aber das mit dem Flugzeugträger kann ich mir kaum vorstellen, dass das jetzt an mir gelegen hat. Und mir haben jetzt noch gute Aufklärungsmöglichkeiten gefehlt. Die P3, die noch flog, das hätte jetzt noch stundenlang gedauert, bis die unten angekommen wäre. Und das, ja, das hat dann jetzt am Ende doch keinen Spaß mehr gemacht auf diese Art und Weise. Aber ich wusste ja, worauf ich mich hier im Early Access einlasse. Und die Entwickler haben ja auch klar kommuniziert, dass viele Sachen noch nicht drin sind, noch einige Probleme bestehen. Dass es mich dann auf die Art und Weise erwischt, hätte ich nicht gedacht. Aber das entmutigt mich nicht so sehr, dass ich nicht nochmal bei Gelegenheit das ein oder andere Szenario spielen werde. In welchen Abständen und wie viel das sein wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Im Grunde würden sich ja für die großen Szenarien, würde sich ja auch vielleicht auch mal ein Livestream anbieten. Aber auch da kann ich noch nicht sagen, ob und wann und was da möglich sein wird.
Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.